Ich zeige euch, wie in Pokémon-Legenden Arceus die mysteriösen Pokémon Manaphy, Darkrai und Shaymin bekommen könnt. Vorab ein paar kleine Infos, um richtig durchstarten zu können. Für die Pokémon werden Nebenmissionen benötigt und diese müsst ihr im Galaktik-Hauptsitz im Erdgeschoss am Missionsbrett erstmal abholen. Die können zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar sein, da gehe ich später nochmal drauf ein. Die Missionen, die ihr für alle drei Pokémon annehmen müsst, sind die folgenden. Ein tiefschwarzer Albtraum für Darkrai. Für Shaymin nimmt ihr die Nebenmission 92 namens Ein Zeichen der Dankbarkeit an. Und für Manaphy die Nebenmission Nummer 66 namens Die Legende des Meeres. Schlechte Nachrichten allerdings für alle Shiny Hunter von euch, denn diese Pokémon können allesamt nicht Shiny sein. Wir beginnen mit dem Pokémon Darkrai. Bei Darkrai ist es wichtig dazu zu sagen, dass ihr die Nebenmission nur dann annehmen könnt, wenn ihr Spieldaten von Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle habt. Habt ihr keine Spieldaten von einem dieser Spiele auf eurer Nintendo Switch, so könnt ihr Darkrai nicht fangen. Habt ihr die Nebenmission angenommen, gibt es direkt eine Zwischensequenz mit Duncan. Um Darkrai zu bekommen, müssen wir hierzu erstmal zur Kletterklippe im Kraterberg Hochland. Beim Tor von Jubeldorf portet ihr euch erstmal zur Bergbasis. Dort kommt ihr dann recht schnell mit Waschakwill zum Ziel. Beachtet, dass es aber hierfür nachts sein muss. Schlaft entsprechend also in der Basis. Wenn ihr die Nebenmission unter der Missionsliste anklickt, dann wird euch angezeigt, wo ihr ungefähr suchen müsst. Es ist bei dem Felsen, wo meistens die vielen Bronzel und Bronzong rumgeiern. Es taucht eine Zwischensequenz auf und die Jagd kann losgehen. Ihr könnt hier so viele Bälle werfen, wie ihr wollt, jedoch hat das keine Wirkung. Darkrai kann ziemlich gut ausweichen, also ihr müsst hier schon etwas geschickt sein und dem Albtraum wortwörtlich ins Auge schauen. Wenn es verschwunden ist, taucht am Boden schwarze Materie auf, welche anzeigt, wo Darkrai als nächstes auftaucht. Ihr solltet mir vertrauen und euch genau in diesen Kreis stellen. Wenn Darkrai mit dem Rücken zu euch gewandt ist jetzt, werft schnell einen Ball. Sollte es hingegen euch anschauen, dann rennt einfach weg oder ihr werft ebenfalls einen Ball, damit es verschwindet und woanders wieder auftaucht. Nur so könnt ihr es auch in einen Kampf verwickeln, wenn ihr hinterrücks ein Pokémon auf es wirft. Es wird dabei immer überrumpelt sein und erscheint auf Level 70. Kommt ihm aber nicht zu nahe, da es trotzdem angreifen und euch schnell schläfrig machen kann. Dadurch werdet ihr langsamer und könnt den Attacken nur noch schwer ausweichen oder euch für einen Moment sogar gar nicht bewegen. Habt ihr Darkrai gefangen, erscheint wieder eine kleine Sequenz mit Duncan und ihr erhaltet eure Belohnung. Die Mission ist damit abgeschlossen. Weiter geht's mit dem mysteriösen Pokémon Shaymin. Das ist ja ganz putzig. Um die Nebenmission für das mysteriöse Pokémon Shaymin überhaupt zu bekommen, braucht ihr Spieldaten von Pokémon Schwert oder Schild. Habt ihr diese nicht auf der Nintendo Switch, könnt ihr die Mission entsprechend auch nicht annehmen. Um dieses putzige Pokémon zu erhalten, widmen wir uns der 92. Mission und gehen ins Obsidian-Grasland zur Grasland-Basis. Bei dieser Nebenmission müssen wir mit Mahiru vom Diamant-Clan sprechen, womit wir dann die Grassidea erhalten, mit der ihr Shaymin in die Zenitform bringen könnt. Jetzt müssen wir uns zur Grassidea-Blumenwiese begeben. Schaut dafür auf die Karte und macht euch einen Pin bei der Flora-Rodel-Fläche. Dort sucht ihr nach einer Stelle, wo sich verwelkte Blumen befinden. Die kann man eigentlich nicht übersehen. Mahiru wird dann zu euch kommen und es kommt zu einer wunderschönen Cutscene, bei der Shaymin auftaucht und die leere Stelle erstrahlt mit Blumen. Wäre das nicht schon poetisch, wenn hier Flori in der Zukunft fliegen würde? Shaymin könnt ihr einfach ohne Kampf fangen. Ihr braucht hier keine Angst haben, Shaymin greift euch nicht an, es läuft nur die ganze Zeit weg, wenn ihr ihm hinterherläuft. Ihr könnt es auch einfach in einen Kampf verwickeln, wobei es dann auf Level 70 ist. Um Shaymin in die Zenitform zu bringen, geht einfach in die Tasche zu euren Basis-Items und dann kann man dort die Grassidea einsetzen, wie ein Entwicklungs-Item, einfach draufgehen und dann auf Shaymin einsetzen. Mit der gleichen Prozedur könnt ihr das Ganze auch wieder rückgängig machen. Also Basis-Items, Grassidea und dann wieder auf Shaymin einsetzen.
kommen wir jetzt zu der letzten Nebenmission. Diese handelt von dem mysteriösen Pokémon Manaphy, aber nicht nur von Manaphy, sondern auch von Fione. Im Gegensatz zu den anderen Missionen lässt sich ein Manaphy finden und sogar drei Fione, was natürlich den Hintergrund hat, dass es hier kein Breeding, also keine Pokémon-Zucht gibt. Wie bereits erläutert, erhaltet ihr das Ganze durch eine Nebenquest und die nennt sich die Legende des Meeres und ist im Verlaufe des Abenteuers verfügbar. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wann das der Fall ist, aber ihr solltet regelmäßig das Missionsbrett abchecken und dann entsprechend schauen, wenn ihr einen Rang aufgestiegen seid, ob die Mission verfügbar ist. Wer sich übrigens an mein Mythen-Video erinnert fühlt, das stimmt tatsächlich, denn die eigentliche Lösung zu diesem Rätsel hier findet sich in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle in einem Buch, das in der Bibliothek von Fleetburg nach dem Einzug in der Ruhmeshalle zu finden ist. Ich habe sowas in der Art schon damals gedacht und fand es persönlich cool, die Bestätigung jetzt den Legenden Arceus zu finden. Die Mission an sich ist übrigens sehr lukrativ für euch, denn sie bringt euch insgesamt 3 Kometstücke ein und damit satte 45.000 Pokédollar, da ihr sie ja nur verkaufen könnt. Jedoch muss man sagen, einiges an Vorbereitung ist für diese Nebenmission notwendig. Ihr braucht 3 Pokémon. Mantips, Bamelin und das neue Pokémon Miriador, wozu ihr ein Hisui-Baldorfisch fangen und entwickeln müsst. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Hisui-Baldorfisch entwickelt, das habe ich euch gestern in meinem Guide zu den Entwicklungen von Pokémon-Legenden Arceus erklärt. Wenn ihr euch diesen ansehen wollt, oben in der Infokarte ist dieser jetzt zu finden. Bamelin lässt sich beim Obsidian-Grasland an folgenden Orten finden: Hufeisenwiesen, Windpassage und der Felsenbrücke. Auch im Kobalt-Küstenland lässt es sich bei dem Griffelhügel und der Badelagune finden. Mantips lebt leider nur im Kobalt-Küstenland, das findet ihr am Ginkgo-Strand und im stillen Binnenmeer. Hisui-Baldorfisch lässt sich im ersten Areal beim Obsidian-Grasland fangen, auf der Hamanasu-Insel. Aber auch beim Kobalt-Küstenland lässt es sich finden bei den Orten Stilles Binnenmeer, Großfischfelsen und Inselblickufer. Solltet ihr nun alle 3 Pokémon beisammen haben, bricht nun zum Kobalt-Küstenland zur Küstenlandbasis auf. Dort solltet ihr als erstes die Pokémon Mantips, Bamelin und Miriador ins Team nehmen. Danach müsst ihr euch in der Basis bis zum Abend ausruhen. Reitet jetzt zur Felsenformation, welche sich in der Nähe befindet. Durch diese müsst ihr nun surfen, damit eine Textbox erscheint, welche die Höhle von Manaphy, die kleine Meeresgrotte, öffnet. Auch hier empfehle ich euch, einen Pin auf der Karte zu setzen, damit ihr genau wisst, wo die Höhle ist. Wenn ihr nun zu dieser surft, werden euch die 3 Fione und das Manaphy in der Grotte sofort attackieren. Ihr könnt sie auch stunnen, damit ihr sie einfangen könnt, aber am einfachsten fand ich hier sogar noch gegen alle zu kämpfen und sie so einzufangen. Die Fione sind so alle um die Level 30 herum, das Manaphy hingegen ist Level 50. Ihr könnt auch besiegt werden, dann spawnen die Pokémon Fione und Manaphy trotzdem noch. Habt ihr Manaphy erfolgreich gefangen, geht zum Professor an der Küstenlandbasis, damit ihr die Belohnungen erhaltet und die Mission erfolgreich abgeschlossen habt. Solltet ihr bis hier gekommen sein, herzlichen Glückwunsch zu euren neuen mysteriösen Pokémon. Ich denke, ihr werdet viel Spaß mit denen haben. Für weitere Guides zu Legenden Arceus abonnieren nicht vergessen, um keinen zu verpassen. Und wenn euch das Video geholfen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Danke an Poketen für die Hilfe zu diesem Guide hier. Sein Video und sein Kanal findet sich jetzt in der Videobeschreibung. Klickt oben rechts für das Video von Poketen. Unten rechts findet ihr einen Shiny Hunt Guide zu Pokémon Legenden Arceus. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde des Pokémon-Universums.